17:05 Uhr, es sind tatsächlich noch mal einige Gäste mehr, die den Weg zu uns gefunden haben. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu unserem vierten Online-Vortrag unserer Vortragsreihe rund um die geplante 380 kV Ostküstenleitung. Mein Name ist Sebastian Rutzen von der Kommunikationsagentur WIDU und ich werde heute Abend für Sie moderieren. Wie ich bereits erwähnte, ist es eine Vortrags- oder eine Online-Vortragsreihe und insofern wollen wir uns heute auf die Region Rathekau, Scharbeutz und Timmendorfer Strand fokussieren. Wenn Sie Interesse an anderen Regionen bzw. regionalen Vertiefungen haben, können Sie diese Videos in Kürze online abrufen, beziehungsweise morgen findet noch eine Veranstaltung statt mit dem Schwerpunkt Lübeck, Bad Schwartau und Stockelsdorf. Leider können wir aktuell in der Corona-Situation nicht zu Ihnen kommen. Ich hoffe, dafür haben Sie etwas Verständnis, aber gerade um Sie, aber auch uns etwas zu schützen, freuen wir uns, dass wir dieses Online-Format anbieten. Und sobald es die Corona-Lage wieder erlaubt, stellen wir uns natürlich auch sehr gerne persönlich Ihren Fragen. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Ich habe es kurz erwähnt. Das ist beispielsweise auch der Grund, weswegen Sie im Chat nicht untereinander kommunizieren können, sondern lediglich mit uns. Das sind Datenschutzgründe. Das hat auch den Vorteil, dass Sie überhaupt nicht in der Aufzeichnung auftauchen und dementsprechend hier vollkommen befreit Ihre Fragen in den Chat stellen können. Ich werde Sie dann an die Experten weiterleiten, welche dann entsprechend kompetent antworten werden. Bitte stellen Sie Ihre Fragen auch bereits während des Vortrages, den Sie gleich hören werden. Das gibt uns die Möglichkeit, die entsprechenden Fragen etwas aufzuarbeiten, etwas zu strukturieren und dann entsprechend an die Experten zu stellen. Sollten Sie nach der Beantwortung Ihrer Frage der Meinung sein, dass Ihre Frage nur unzureichend beantwortet wurde, können Sie natürlich auch gerne eine Nachfrage stellen, beziehungsweise Sie hinterlassen uns Ihre Kontaktdaten. Und wir beantworten diese Frage dann im Nachgang. Ebenfalls im Nachgang werden wir alle Fragen beantworten, zu deren Antwort wir innerhalb unserer begrenzten Zeit heute nicht kommen. Sollte es also tatsächlich so sein, dass Sie so viel Interesse an dem Thema haben, dass wir aus zeitlichen Gründen einige Fragen nicht beantworten können, werden wir diese Fragen sammeln und im Nachgang auf unserer Page entsprechend beantworten. Um Ihnen es zu ermöglichen, dass alle auf einem ähnlichen Wissens- und Sachstand sind, werden wir gleich mit einem kurzen, etwa 40-minütigen Impulsvortrag beginnen. Dieser Fokus ist natürlich, wie ich bereits sagte, auf die kleinere Region Rathekau, Scharbeutz und Timmendorfer Strand. Und dann würde ich jetzt tatsächlich einfach mal die Experten bitten, sich vorzustellen. Der erste, den ich nennen möchte, ist Till Klages, Gesamtprojektleiter. Till, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen? Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Till Klages von der TenneT. Ich bin Gesamtprojektleiter für das Projekt Ostküstenleitung. Ich begleite die Ostküstenleitung inzwischen seit 2015. Wir haben ja damals sehr umfangreiche Dialogverfahren durchgeführt. Zunächst zur Freileitung, dann zum Thema Teilerdverkabelung. Wir haben die Besonderheit, dass wir eines der großen Projekte in Schleswig-Holstein sind, das als einziges zum Pilotprojekt für Teilerdverkabelung ausgewiesen wurde. Diesen Themen haben wir uns gewidmet. Wir sind aber trotz allem weiterhin in erster Linie ein Freileitungsprojekt, denn diese Technologie der Freileitung ist bei uns Stand der Technik. Und wie unsere Planung aussieht und welche Änderungen es in den letzten Wochen dazu gab, das wollen wir Ihnen heute Abend in diesem Format vorstellen. Danke, Till. Da hast du quasi alleine schon fast ein ganzes Referat gehalten. Der nächste, den ich vorstellen möchte, ist der Teilprojektleiter Martin Löwe. Martin, sag mal ein paar Worte zu dir. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Martin Löwe. Ich bin der zuständige Teilprojektleiter für die Planung und Genehmigung in diesem Abschnitt zwischen Lübeck und Göhl. Ich bin seit circa 2 Jahren jetzt bei der TenneT bzw. im Projekt der Ostküstenleitung und kümmere mich da zusammen mit den Kollegen der Trassierung, der Umweltplanung, dann auch um die entsprechende Aufbereitung, um die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen. Danke, Martin.
Der nächste, den wir Ihnen mitgebracht haben, der sich Ihren Fragen gerne stellen wird, ist Frederik Simmert. Frederik, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Frederik Simmert. Ich bin der Referent für Bürgerbeteiligung bei dem Projekt hier und bin dementsprechend Ansprechpartner für Sie, Gemeinden, quasi jeden, der sich für das Projekt Ostküstenleitung interessiert. Und meine Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite, aber auch am Ende dieses Vortrages. Und Sie können sich immer gerne bei mir melden. Vielen Dank, Frederik. Und weil Sie heute Abend vermutlich mit ihm den meisten direkten Kontakt haben werden, möchte ich Ihnen auch ganz kurz noch meinen Kollegen Jakob May vorstellen. Er wird Ihre Fragen im Chat beantworten bzw. entgegennehmen. Jakob, zeig dich doch auch mal kurz. Genau, guten Abend auch. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Die Fragen von Ihnen nehme ich gerne im Chat entgegen. Und bei technischen Fragen können Sie mir natürlich auch schreiben. Vielen Dank, Jakob. Und dann wollen wir gar nicht mehr weiter lange um den heißen Brei herumquatschen. Und ich würde tatsächlich sofort an meinen Kollegen Frederik Simmert übergeben. Und er beginnt dann mit dem Impulsvortrag. Frederik. Soll ich mich einmal ganz kurz noch dazwischen? Genau. Entschuldigung, Philipp. Mein Gott. Jetzt habe ich die Leute Philipp. Wundern, dass da oben noch eine weitere Person im Balken angezeigt wird. Mein Name ist Philipp Schröder von BHF Landschaftsarchitekten. Wir begleiten das 380 kV Ostküstenprojekt schon seit 2015, seit dem Dialogverfahren. Arbeiten alle Punkte rund um das Thema Umwelt- und Naturschutz, haben Kartierung, sehr intensive Kartierung in den letzten Jahren durchgeführt. Und ich hoffe, dass ich heute alle Fragen zu dem Themenkomplex auch entsprechend beantworten kann. Dankeschön. Gott, Philipp, das ist mir so peinlich. Ausgerechnet dich vergesse ich hier in der Vorstellungsrunde. Bitte entschuldige. So, ja, dann übernehme ich mal. Herzlich willkommen auch von mir. Wie Sie schon gehört haben, beschäftigen wir uns heute mit dem Abschnitt der Ostküstenleitung bei Rathekau und Scharbeutz. Ja, wollen da auch schnell in den Vortrag starten. Als erstes kommt aber die Standardfolie bei TenneT, die man immer abhandeln muss, nämlich der Hinweis darauf, dass in der aktuellen Lage bitte Abstand zu halten ist, aber da die meisten sicherlich zu Hause sitzen, sollte das kein Problem sein. Und es weiß auch jeder, wie er im Notfall bei sich rauskommt. Gut, dann kannst du weitermachen. Danke. Noch einmal zum Ablauf heute. Wir haben gerade die Vorstellungsrunde gehabt. Wir steigen gleich in den Vortrag ein. Ich werde Ihnen einmal einen ganz kurzen Überblick zur Ostküstenleitung und auch ein wenig zu den rechtlichen Grundlagen geben. Danach wird mein Kollege Martin Löwe übernehmen und quasi zum Stand der Planung und zu den einzelnen Abschnitten bzw. den einzelnen Orten was Genaueres sagen. Und am Ende geht es dann nochmal um Erdkabelprüfbereiche und ich werde dann nochmal einsteigen und den Zeitplan bzw. die Dialogmaßnahmen, die wir haben oder die Dialogangebote einmal vorstellen. Und dann gehen wir auch schon in die offene Fragerunde und Sie können uns gerne alle Ihre Fragen stellen, die wir dann versuchen zu beantworten. Ja, genau. Einmal zur Einleitung. Die Frage, wieso machen wir das Ganze überhaupt? Grundsätzlich ist das Ziel, das deutsche Übertragungsnetz für die Anforderungen der Energiewende fit zu machen und dabei weder mehr Leitungen zu bauen, als sie gebraucht werden, als natürlich auch weniger Leitungen, sondern quasi das, was benötigt wird. Und Hintergrund ist auch, dass sich die Stromproduktion nach Norden verlagert durch die verstärkte Einspeisung erneuerbarer Energien. Und die Verbrauchszentren aber weiterhin in großem Maße im Süden liegen. Das Ganze wird sozusagen in diesem Prozess abgebildet. Die Frage, wie kommen wir zu einem gesetzlichen Auftrag, wie entwickelt sich diese quasi gesellschaftliche und energiepolitische Grundlage in sozusagen zu unserem Projekt. Und da haben wir am Anfang einmal den Szenario-Rahmen. Er dient quasi als Grundlage für den folgenden Prozess und wird durch die vier Übertragungsnetzbetreiber, das sind einmal wir, TenneT,
und Amprion 50 Hertz und Transnet BW erstellt und soll die wahrscheinlichen Entwicklungen der deutschen Energielandschaft in den kommenden 10 bis 15 Jahren in mehreren Szenarien abbilden. Also da wird dann nicht nur einmal geguckt, wie stellt man sich das vor, sondern es werden verschiedene Möglichkeiten auch abgebildet und modelliert, wie sich unsere Gesellschaft unter anderem in den nächsten Jahren entwickeln könnte. Am Ende prüft und genehmigt das natürlich die BNetzA. Das heißt, wir können da nicht einfach behaupten, was wir wollen, sondern das wird schon sehr genau untersucht und passiert auch auf Basis quasi von rechtlichen Grundlagen und Annahmen. Und Fragen, die dabei gestellt werden oder die diesen Prozess leiten, sind, welchen Anteil übernimmt in Zukunft die Windenergie bzw. erneuerbare Energien im Allgemeinen und wie viel Strom verbrauchen wir wo in der Zukunft. Die Grundlagen, die hier für diese Berechnung herangezogen sind, sind einerseits die gesetzlichen Vorgaben, also Entscheidungen zum Kohleausstieg, die Ausbau und die Ausbauziele erneuerbarer Energien der Bundesregierung und genauso Annahmen zum Grad der E-Mobilität, also die Frage, wie viel werden wir in Zukunft tatsächlich mit E-Autos zum Beispiel unterwegs sein und auch die Verbreitung von Power-to-Gas-Anlagen, also wo wird es Power-to-Gas geben? Und dementsprechend findet auch eine mögliche Entwicklung im Power-to-Gas-Bereich in Schleswig-Holstein oder vor Ort quasi schon in dieser, auf dieser Ebene Einzug in die Überlegungen. Auf Basis dieses Szenariorahmens, der dann ja durch die BNetzA genehmigt wurde, erstellen erneut die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber den Netzentwicklungsplan und dieser muss alle Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes enthalten, die wieder in den nächsten 10 bis 15 Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb notwendig sind. Auch dieser Netzentwicklungsplan wird wieder durch die Bundesnetzagentur überprüft und bestätigt. Und dabei ist es wichtig zu beachten, dass der nicht in seiner Gesamtheit einfach so bestätigt wird und geprüft wird, sondern dass da durchaus auf Maßnahmenebene sehr genau hingeguckt wird und die Bundesnetzagentur da auch sehr darauf achtet, dass hier nur Maßnahmen im Netzentwicklungsplan landen, von denen sie überzeugt ist, dass diese tatsächlich notwendig sind. Was durchaus dazu führt, dass von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagene Maßnahmen ihren Weg hier nicht reinfinden. Parallel dazu führt die Bundesnetzagentur eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch, die in einem Umweltbericht zusammengefasst wird. Und insgesamt gibt es zu diesem Prozess natürlich eine formelle Beteiligung, deren Ergebnisse am Ende dann auch in dem Netzentwicklungsplan, in den Netzentwicklungsplan Eingang finden. Der Netzentwicklungsplan ist dann quasi die Grundlage für den Bundesbedarfsplan. Hier werden die benötigten Leitungsbauvorhaben erneut aufgeführt und sind Grundlage für den folgenden Gesetzgebungsprozess. Und hier diskutiert und beschließt dann der Bundestag unter Einbeziehung des Bundesrates das Bundesbedarfsplangesetz. Sobald das beschlossen ist, besteht der gesetzliche Auftrag, diese Vorhaben zu realisieren und sie liegen damit im überragenden öffentlichen Interesse. Dadurch und durch diese gesetzliche Festlegung soll der nachfolgende Verwaltungsaufwand bzw. die nachfolgenden Verwaltungsverfahren beschleunigt werden, weil dann quasi die Übertragungsnetzbetreiber, wenn sie in die Genehmigungsverfahren gehen, zum Beispiel nicht mehr den Bedarf nachweisen müssen. Dieser wurde durch das Bundesbedarfsplangesetz schließlich festgestellt. Und das führt dazu, dass wir den gesetzlichen Auftrag haben, die Ostküstenleitung zu bauen, und zwar in den Abschnitten, wie wir sie aktuell planen. Martin? Und wenn man sich das mal genau anguckt, dann haben wir hier drei Abschnitte und insgesamt eine Trassenlänge von ungefähr 120 Kilometer. Sie sehen hier den Stand von 2020. Und mein Kollege Herr Löwe wird dann im Weiteren darauf eingehen, was sich hier in der letzten Zeit getan hat und wie sich das verändert hat. Wir haben den ersten Abschnitt vom Kreis Segeberg in den Raum Lübeck. Das sind ungefähr 50 Kilometer. Wir haben den Abschnitt Raum Lübeck bis Siems. Das sind ungefähr
15 Kilometer und den Raum Lübeck bis Raum Göhl, also den Abschnitt, der heute für uns von ich sag mal, übergeordnetem Interesse ist, mit ungefähr 55 Kilometern, wobei sich das durch die Umplanung auch ein wenig reduziert. Wir haben noch Erdkabelabschnitte. Wir haben im Abschnitt 1 zwei davon, nämlich einmal bei Hennstedt-Ulzburg und einmal bei Kistorfer-Wohlt. Das heißt aber nicht, dass wir im Abschnitt 3 nicht auch noch Erdkabelprüfabschnitte haben und diese natürlich auch mit in die Genehmigung einbringen werden. Dazu erzählt Ihnen mein Kollege aber auch im weiteren Verlauf mehr. Jetzt einmal der Blick auf das kommende Planfeststellungsverfahren. Wir planen, das Verfahren im ersten Quartal nächsten Jahres, also 2022, zu eröffnen. Den detaillierten Zeitplan stelle ich Ihnen dann später auch noch mal vor. Nur damit Sie mal einen Eindruck haben, wie solche Planfeststellungsunterlagen aussehen, ist hier ein Bild der Unterlagen im Abschnitt 1, die bereits eingereicht wurden. Wir planen oder allgemein wird in solch einem Planfeststellungsverfahren der konkrete Verlauf der Leitung geplant. Also es geht um sehr technische Themen, unter anderem wie die Art der Masten und Masthöhen und konkrete Maststandorte. Wir haben hier bei uns bei der Ostküstenleitung aber auch eine besondere Situation. Wir prüfen nämlich die Belange der Raumordnung im Planfeststellungsverfahren mit. Das heißt, wir prüfen hier nicht nur einen Korridor bzw. Trassenverläufe in einem Korridor, sondern wir prüfen mehrere Korridore auch, sodass diese Themen auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen. Genau, und noch einmal der Hinweis, wir wollen Sie mit der abgebildeten Menge an Unterlagen natürlich nicht irgendwie erschlagen, sondern das ist lediglich, um zu verdeutlichen, wie umfangreich die Prüfung tatsächlich sind, die wir hier durchzuführen haben und wie umfangreich abgewogen wird. Und zwar anhand der vier Säulen auf der nächsten Folie. Einmal die Technik und die Wirtschaftlichkeit, dann die umweltfachlichen Schutzgüter, dazu gehört auch das Schutzgut Mensch, die raumstrukturellen Kriterien und Eigentumsbelange. Und jetzt kannst du noch mal eine Folie weitergehen. Also hier sieht man zum Beispiel am Beispiel des Schutzgutes Mensch, wie so eine Prüfung aussehen kann. Das soll jetzt nur eine erste, ja, ein erstes Beispiel sein, wie sich das dann auf die Gegebenheiten hier in diesem Bereich unserer Planung auswirkt. Das diskutieren wir dann im Folgenden. Jo, und damit bin ich durch. Martin, du kannst gerne übernehmen. Ja, dann übernehme ich sehr gerne. Ich möchte einmal einsteigen zur Ostküstenleitung Veränderungen 2020-21. Wir sind ja jetzt seit über 5 Jahren an der Planung der Abschnitte dran, auch insbesondere im Bereich Raum Lübeck, Raum Göhl. Das, was Sie hier sehen auf der Karte, das sind Korridore, mögliche Korridore, die sich für eine Höchstspannungsfreileitung eignen. Ganz links haben wir das Korridor-Set aus dem Dialogverfahren. Der etwas dunkelblaue hinterlegte Bereich, das ist immer der jeweilige Vorzugskorridor, der sich dann herauskristallisiert hat aus den Bewertungen. Wir waren im Jahre 2019, also Ende 2019, immer noch im Binnenland unterwegs und mussten aber dann feststellen, dass wir eben vor allen Dingen im südlichen Bereich nochmal zu einer Verschwenkung des Vorzugskorridors kommen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das sind zum Beispiel technisch-wirtschaftliche Gründe. Wir können im Bereich der Autobahn-Bahn mit einem gleichen Kostensatz, sage ich mal, rechnen wie jetzt für eine Freileitung, die im Binnenland erstellt werden würde. Also das hat man zum damaligen Zeitpunkt im Dialog noch nicht absehen können. Das wissen wir heute besser. Wir haben auch uns noch mal Gedanken oder detailliertere Untersuchungen gemacht im Bereich der Umweltplanung, Kartierungen vorgenommen und sind da auch zu neuen Erkenntnissen gekommen, auch was den Vogelzug zum Beispiel angeht. Das Thema Bündelung ist natürlich sehr präsent. Bündelung von Infrastrukturen, das ist auch ein Prinzip oder ein Grundsatz der Landesplanung, das wir hier untersuchen. Und wir haben eben festgestellt, dass wir auch im Bereich Autobahn-Bahn-Linie
hier eine sehr gute Möglichkeit haben für eine Höchstspannungsfreileitung. Auch eigentumsrechtliche Belange gucken wir uns da oder haben wir uns sehr genau angeschaut und kommen eben im Jahr 2020 zu einem Vorzugskorridor, immer ausgehend noch von einem Startpunkt im Umspannwerk Raum Lübeck. Das hat sich nach unseren Gesprächen, die wir auch im letzten Jahr geführt haben, nochmals verändert. Wir haben uns nochmal Gedanken gemacht über eine mögliche Einschleifung. Also das heißt, wir würden nicht an dem Umspannwerk Raum Lübeck beginnen, sondern würden unsere Leitung, die nach Göhl verlaufen soll, an der Leitung zwischen Lübeck und Siems, die jetzt geplant ist, an dieser Leitung anschließen. Das hat dazu geführt, dass man die Korridore nochmal neu bewerten muss. Da komme ich dann jetzt im Nachgang auch nochmal gleich drauf. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, aufgrund dieser Änderung des Startpunktes, dass wir eben auch nochmal zu einer Veränderung des Korridors und auch eben dann zu einer Veränderung der Leitung gekommen sind, nämlich ganz östlich von Rathekau, nördlich von Siems. Das bringt natürlich auch ein paar Vorteile mit sich. Also wir hätten hier zum Beispiel eine zweite Leitung im Bereich Stockelsdorf. Darauf könnten wir dann verzichten an der Stelle. Auch im Bereich Horstdorf würden wir eben nicht mehr dann nach Norden und dann zwischen Pansdorf und Techau Richtung Autobahn verschwenken, sondern eben viel weiter im Osten starten. Das sind die Erkenntnisse, die wir da mitgenommen haben. Wir haben uns weiterhin auch Gedanken gemacht über mögliche 110 KV-Mitnahmen zusammen mit den Kollegen der Schleswig-Holstein Netz AG. Sie sehen auf der Karte diese blaue oder dunkelblaue Linie, das ist die geplante Höchstspannungsfreileitung. Dann gibt es aber auch Bereiche, die haben so einen orangenen Mittelstrich. Das sind Bereiche, wo wir eine Leitungsmitnahme vorsehen. Also das heißt, dass die 110 KV-Leitung auf dem gleichen Mastgestänge mitgeführt wird wie die 380 KV-Leitung. Und in Konsequenz könnte dann könnten die bestehenden 110 KV-Leitungen dann abgebaut werden. Das sieht man an den orange ausgeixten Bereichen. Wir haben da einen relativ großen Bereich im Süden, das sind ca. 25 Kilometer jetzt für Lübeck-Göhl, wo wir uns Gedanken eben über eine Mitnahme gemacht haben. Im Norden, kurz vor Göhl, gibt es auch nochmal einen kleinen Abschnitt, wo wir dann entsprechend randlich des Schutzgebietes Oldenburger Bruch auch eine Mitnahme und dann auch einen Rückbau vorsehen würden. Ich nehme Sie einmal mit in den Abschnitt Raum Lübeck-Siems. Das ist die Leitung, die jetzt zwischen dem Umspannwerk Raum Lübeck und dem Umspannwerk Siems geplant wird. Die rote Trasse ist die von uns ermittelte Vorzugstrasse. Die beinhaltet auch, denn auch hier haben wir uns Gedanken über eine Mitnahme gemacht, die beinhaltet auch eine 110 kV Leitungsmitnahme auf der gesamten Länge. In Konsequenz würden diese Bestandsleitungen, die hier in Blau dargestellt sind, auch entsprechend über der Ortslage von Rathekau dann entfallen. Es gibt noch einen kleinen Bereich, der ist in Orange dargestellt. Der müsste noch stehen bleiben, weil dort noch ein Umspannwerk der Schleswig-Holstein Netz AG versorgt werden muss. Der Bereich Stockelsdorf-Bad Schwartau wird aber von meiner Kollegin dann morgen nochmal genauer vorgestellt. Heute soll es eher um den Bereich Rathekau gehen. Also wie schon erwähnt, der Rückbau über Rathekau wäre dann hier ein Teil unserer Planung. Können wir uns noch mal ein paar Details anschauen. Ich hatte es gerade schon erwähnt, die Leitung über Rathekau wird entfallen über den Wohngebieten. Die 110 kV, die verläuft heute auch durch das Naturschutzgebiet Silbecktal. Dort wird sie dann auch zurückgebaut werden. Und was wir mit unserer Trassenplanung jetzt auch gerade vorhaben, ist eben der Teil, der nördlich von Siems vorhanden ist. Das ist eine bestehende Waldschneise. Da sehen wir eben auch vor, uns in die Bestandstrasse der 110 KV-Leitung reinzustellen mit der Leitung. Das heißt, sie würden die bestehende Schneise entsprechend nutzen. Hat natürlich die Konsequenz, dass man die 110 KV-Leitung in dem Bereich vorher zurückbauen muss. Ist aber aus unserer Sicht die bessere Lösung, um hier nicht nur nochmal neue Eingriffe dann hervorzurufen, wenn man zum Beispiel die Leitung parallel bauen würde.
Dann gibt es noch einen Bereich, den Riesebusch natürlich, den Waldbereich. Da gibt es einen ausgewiesenen FFH-Teil in diesem Bereich. Dort sehen wir tatsächlich eine Überspannung vor. Also wir würden diesen FFH-Wald nur überspannen. Wir würden auch innerhalb des Waldes und des FFH-Waldes keinen Mast vorsehen und entsprechend eben auch keine Schneise. Dafür sind die Masten natürlich etwas höher, weil wir natürlich die Bäume entsprechend überspannen müssen. Wir haben dann nur eine Waldschneise ab Mast 24. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, neben der Landesstraße bis zur Autobahn. Dieser Bereich ist kein geschützter, gesetzlich geschützter FFH-Wald. Das heißt, hier würden wir eine Schneise vorsehen, wobei die auch nicht so sehr groß aussieht, weil man eben von den höheren Masten erstmal runter muss und dann entsprechend schon auch eine Höhe hat. Jetzt komme ich einmal zum Thema Einschleifung. Ich hatte das vorhin schon angesprochen. Wir hatten ja uns in den letzten Jahren eigentlich mit einer Netzstruktur auseinandergesetzt, die für den Abschnitt Lübeck-Göhl ab dem Umspannwerkraum Lübeck verlaufen würde. Das heißt, eine separate Leitung von Umspannwerk zu Umspannwerk. Das haben wir eben, wie gesagt, nochmal geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass das technisch, netztechnisch funktioniert, eine Einschleifung herzustellen. Das heißt, wir würden eben an einem gewissen Punkt an der Leitung zwischen Lübeck und Siems einen Abzweig erstellen, der dann zwei Stromkreise in Richtung Göhl führt. Das sind so die zwei Netzkonzepte, die es hier gibt. Oben steht noch drüber eine Trassenlösung, also diese zwei parallel verlaufenden Leitungen, die man im Bereich Stockelsdorf geplant hat, würden dann somit entsprechend entfallen. Das hat eben auch nochmal eine Korridorveränderung nach sich gezogen. Die Korridore, die wir dann zu bewerten haben für den Abschnitt nach Göhl, starten dann natürlich nicht am Umspannwerk, sondern an einem möglichen Abzweigpunkt der Leitung zwischen Lübeck und Siems. Wir haben hier drei Stück definiert. Das heißt, dadurch haben sich die Korridorlängen nochmal verändert und auch die Eingriffe, weil gewisse Bereiche ja noch nicht in Anspruch genommen werden. Im Ergebnis sind wir dann bei dem Ausschleifepunkt 3 gelandet, der eben dann mit der 110 kV-Leitung nach Norden führt. Das ist aus unserer Sicht derzeit der beste Korridor, weil er einmal sehr kurz ist oder am kürzesten. Wir haben ja mehrere Bereiche im Süden. Das ist der kürzeste und er ist auch komplett gebündelt mit 110 kV-Leitungen und anderen Infrastrukturen, also Autobahn und Bahn. Da sehen wir schon sehr, sehr deutliche Vorteile für diesen Punkt. Ja, ich hatte die Vorteile schon gerade so ein bisschen angerissen. Der kürzeste Korridor der südlichen Varianten. Wir hätten eben keine freitrassierten Bereiche mehr, wie jetzt in der ursprünglichen Planung, wo wir eben zwischen Techau und Parnsdorf mit dem Korridor Richtung Autobahn verschwenkt werden. Wir können hier entsprechende Bündelungen nutzen, die im Raum vorhanden sind, beziehungsweise die Bahnplanung ist in Teilen der Autobahn schon sehr verfestigt. Viele Abschnitte der Bahn sind auch schon beim Eisenbahnbundesamt eingereicht worden. Von dem her gehen wir da eben von einer verfestigten Planung aus. Und da wir eben entsprechend kürzer sind, haben wir auch insgesamt weniger Eingriffe in den Raum, in Eigentumsbelange und auch in die Umwelt und natürlich auch weniger Kosten. Das ist auch ein Punkt, der in die Bewertung mit einzustellen ist. Kommen wir einmal zur Gemeinde Rathekau, zu einem möglichen Trassenverlauf. Sie sehen hier auf der Karte zwei dicke Striche, einen blauen und einen violetten. Da ist es tatsächlich so, dass wir uns hier Gedanken gemacht haben mit der Umfahrung von Ruppersdorf, der Deutschen Bahn. Da sehen wir allerdings noch keine Verfestigung, weil wir eben noch nicht wissen, wo genau die Schiene dann später verlaufen wird. Deswegen ist das abhängig von der Bahn, inwieweit hier eine mögliche Bündelung auch mit der Schiene dann möglich ist. Daher ist unsere Trassenwahl, die wir derzeit bevorzugen, die violette. Das heißt, wir würden parallel zur 110 kV-Leitung
entsprechend verlaufen und dann aber in Richtung Autobahn verschwenken. Wir haben uns, wie gesagt, natürlich Gedanken gemacht, wenn die Bahn hier auch einen Schritt vorwärts kommt und dann eben verfestigt, die Schienenplanung verfestigt, dann würden wir uns auch nochmal an der Stelle sehr wahrscheinlich Gedanken machen über eine Möglichkeit, mit der Umfahrungstrasse der Bahn uns hier zu bündeln. Unter 10 kV Mitnahme, wir haben einige Bereiche, wo wir dann auch durch eine Mitnahme, denn auch hier in diesem Bereich würden wir schon mit der Mitnahme starten, die wir entlasten können. Hier einmal ein kleiner Überblick. Wir gucken gleich noch genauer auf die Karte, etwas größeren Maßstab. Wir haben einzelne Wohngebäude, zum Beispiel an der Hemmelsdorfer Straße. Wir haben die Güter Alt- und Neuruppersdorf. Neuhof ist so ein Bereich, den wir entsprechend entlasten können. Groß-Timmendorf wird derzeit von der 110 kV-Leitung überspannt. Weiter im Norden ist dann das interkommunale Gewerbegebiet auch vorgesehen und ein verfestigter Bebauungsplan für PV-Anlagenbereich Luschendorfer Hof. Fangen wir mal im Süden an. Die Wohngebäude an der Landesstraße und auch Alt- und Neuruppersdorf. Da läuft derzeit die 110 kV-Leitung vorbei. Wir sind natürlich angehalten, uns hier an der Bündelungsstruktur zu orientieren. Das heißt, wir würden entsprechend dieser blauen Trasse dann eine 380 kV-Trasse daneben planen mit einem entsprechenden Abstand. Das heißt, wir hätten am Schluss dann auch natürlich wieder eine Freileitung kombiniert aus 380, 110 kV, die aber insgesamt dann von den Wohnlagen etwas weiter abgerückt ist. Also hier können wir die Abstände entsprechend vergrößern. Ähnlich ist es im Bereich Groß-Timmendorf und auch Neuhof. Also in Neuhof haben wir auch eine Bündelung auf jeden Fall. Da rutschen wir auch weiter weg tatsächlich auf die Seite der Autobahn. Genau. Das heißt, die 110 kV-Leitung, die auf der Ostseite von Neuhof verläuft, würde dann dort auch entsprechend wegfallen. Und in Groß-Timmendorf gibt es derzeit eben die Wohngebäudeüberspannungen, die würde dann auch durch unsere Mitnahme entsprechend entfallen. Die beiden Gebiete Luschendorfer Hof, PV-Anlagen und auch Gewerbegebiet, interkommunales Gewerbegebiet, würden auch eine Entlastung oder eine Optimierung erfahren. Momentan haben wir durch das Gebiet der PV-Anlagen durchgeplant. Das ist tatsächlich zunächst mal kein Planungshindernis. Wir sind auch östlich der Autobahn verblieben, weil wir sonst eine sehr starke Annäherung an Luschendorf dann hätten an der Stelle. Uns sind entsprechende PV-Anlagenplanungen bekannt. Die haben wir momentan so berücksichtigt, dass wir Maste so verteilt haben, dass die Anlagen selber nicht mit einem Maststandort beeinträchtigt werden. Es gibt ja dort auch einen landwirtschaftlichen Hof mit Wohngebäuden. Durch die Mitnahme hätten wir dann auf der Ostseite eben auch einen Wegfall der 110 kV-Leitung. Und das interkommunale Gewerbegebiet ist dann auch, könnte sich auch besser entwickeln, weil die 110 kV-Leitung dann dort in dem Bereich auch entfällt. Das wäre es jetzt schon im Kurzen auf der Gemarkung Radekau. Ich springe einmal weiter nach Scharbeutz. Da gibt es auch einige Bereiche, die wir durch die Mitnahme und durch den Rückbau entlasten könnten. In Lütkiepenbach ist es ähnlich wie in Groß-Timmendorf. Noch ein bisschen ein größerer Bereich, da verläuft die 110 kV auch über den Ortslagen. Dann haben wir im Weiteren einige Annäherungen im Bereich Fuchsberg, Haffwiese und Haffkrug. Das würde entsprechend optimiert werden, weil wir dann auf der Westseite der Autobahn mit unserer 380-110 kV-Leitung verlaufen. Was an der Stelle dann mit erledigt werden müsste, ist das bestehende Umspannwerk Scharbeutz. Müsste wieder eingebunden werden. Das ist heute natürlich an der Bestandsleitung angeschlossen. Da müssten wir im Bereich der Autobahnauffahrt Scharbeutz dann ein kurzes Stück 110 kV-Neubauleitung erstellen. Gucken wir da auch noch mal ein bisschen näher dran. Ich hatte es schon erwähnt, Lütkiepenbach, da läuft die 110 kV gerade über die Wohngebäude
würde entsprechend dann auf die andere Autobahnseite verlegt werden. Die Einbindung des UW-Scharbeutz, da haben wir geguckt, dass wir eben hier auch eine verträgliche Lösung an der Stelle finden für eine Freileitungstrasse, und auch die Annäherung an Fuchsberg würde dann durch den Rückbau entfallen. Das Gleiche haben wir in Haffwiese und Haffkrug. Dort verläuft ja auch die 110 kV-Leitung derzeit zwischen den Siedlungslagen in diesem Zwischenraum. Das wäre dann eben auch auf der Westseite der Autobahn angesiedelt, zusammen auf unserem Mastgestänge. Erdkabelprüfbereiche. Wir sind ja im Bundesbedarfsplangesetz mit unserem Projekt entsprechend aufgehängt. Das heißt, wir sind als Pilotvorhaben dort geführt. Wir haben entsprechend Erdkabelprüfungen dann auch durchzuführen, wenn gewisse Kriterien ausgelöst werden. Das sind vor allem Annäherungen an Wohngebäude, denn das ist das eigentliche Ziel zunächst mal, dass man Entlastung schafft im Vergleich zu einer Freileitung für die Wohngebäude. Da gibt es gewisse Kriterien, wo man sich annähern darf, beziehungsweise ab welchem Abstand man eine Erdkabelprüfung dann vorsehen muss. So ein Abschnitt, der muss mindestens 3 Kilometer lang sein, damit er entsprechend effizient auch dann arbeiten kann. Das ist hier eben der Bereich Lütfiepenberg, Kronenberg, wo wir die Kriterien, was die Wohnbebauung angeht, entsprechend auslösen. Die dunkelroten Punkte, das sind Wohngebäude im Innenbereich. Da zählt es also schon ab einer Annäherung von 400 Metern. Die orangenen Punkte sind Gebäude im Außenbereich, da zählt es dann ab Annäherung von 200 Metern. Wir haben uns hier relativ stark Gedanken gemacht über mögliche Entlastungen, die ein Erdkabel hervorrufen könnte. Was man natürlich wissen muss, am Anfang und am Ende von so einem Erdkabel braucht man auch immer eine Kabelübergangsanlage. Die ist ca. 4000 Quadratmeter groß mit entsprechenden Portalen, die dann auch die Freileitungsanbindung dann wieder gewährleisten können. Wir haben hier auf der Westseite der Autobahn auch einen FFH-Wald. Das heißt, hier ist eine Schneise unzulässig aufgrund des Schutzgebietsstatus. Was wir mit der Freileitung hier derzeit planen, ist eine Waldüberspannung. Das funktioniert aus umweltfachlicher Sicht und auch aus technischer Sicht. Mit einem Erdkabel könnten wir an der Stelle sehr wahrscheinlich eben nicht verlaufen, weil wir dann eine Waldschneise bräuchten, weil eben Bewuchs auf der Erdkabeltrasse auch nicht zulässig ist aus technischer Sicht. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann auf die Ostseite verschwenkt und zwischen den Orts- und Wohnlagen dort eine Trasse baut. In Konsequenz wäre das ein sehr kurviger Verlauf, weil wir natürlich auch keine Wohngebäude unterqueren wollen oder dürfen. Und sehen hier also in Konsequenz keine wirklichen Vorteile, Entlastungsmöglichkeiten, denn man hat trotzdem im Raum eine entsprechende Schneise für ein Erdkabel vorzusehen und vorzuhalten. Die größere Entlastung sehen wir an der Stelle eben durch die Mitnahme der 110 kV-Leitung, die dann aus den Ortslagen, aus der Überspannung und aus den Annäherungsbereichen dann entsprechend auf die andere Autobahnseite rauskommt. Ja, das wäre es schon zur aktuellen Trassenplanung in den Bereichen Rathekau und Scharbeutz. Ich will jetzt einmal noch an meinen Kollegen wieder übergeben, der Ihnen noch mal ein bisschen was über den Zeitplan und den Dialog erzählt. Frederik. Ja, danke. Genau, wir haben ja einmal den aktuellen Planungsstand bzw. den Zeitstrahl für die beiden hier relevanten Abschnitte unserer Planung. Im Abschnittraum Lübeck bis Siems rechnen wir damit, die Planfeststellungsunterlagen im 4. Quartal diesen Jahres einzureichen und dann dementsprechend zu dem Zeitpunkt auch das Planfeststellungsverfahren zu beginnen und damit dann so ungefähr 2023 durch zu sein. Dabei muss man auch immer wissen, dass das jetzt Schätzungen auf Basis von Erfahrungswerten unsererseits sind. Das kann auch alles noch ein bisschen anders aussehen und wir sind hier dann in diesem Fall nicht mehr Herr des Verfahrens, sondern das liegt dann bei der zuständigen Genehmigungsbehörde. Aber wir gehen davon aus, dass der Planfeststellungsbeschluss 2023 da ist,
ein Bau dann ungefähr 2 Jahre von 2023 bis 2025 dauert und wir 2026 eine Inbetriebnahme haben. Im dritten Abschnitt Raum Lübeck bis Raum Göhl sind wir ein klein wenig später dran. Da hat das auch noch Verzögerungen gegeben in der letzten Zeit. Also wir sind da ein bisschen nach hinten gerutscht. Wir planen aktuell die Unterlagen im ersten Quartal nächsten Jahres einzureichen, wie ich schon erzählt hatte. Rechnen dann mit einem Planfeststellungsverfahren von 2022 bis 2024, in dem Jahr dann auch ein Planfeststellungsbeschluss und dann eine Bauzeit von 2024 bis 2026 und dementsprechend eine Inbetriebnahme ungefähr 2027. Jetzt zu unseren aktuellen Dialog- und Informationsangeboten. Herr Rutzen hat ja schon gesagt, grundsätzlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir vor Ort bei Ihnen vorbeikommen könnten und im persönlichen Gespräch unsere Planung erläutern könnten und auch quasi im persönlichen Gespräch vor Ort auf Pläne gucken könnten. Das ist jetzt aktuell leider nicht möglich, deswegen bieten wir alternativ einerseits diese heute gewählten oder diese heute angebotenen Online-Vorträge an, die im Nachgang auch auf dem virtuellen Infomarkt abrufbar sein werden. Und diesen besagten virtuellen Infomarkt, hier kann man sich ja ganz in Ruhe mit den entsprechenden Themen, die wir auch auf einem normalen Infomarkt präsentieren würden, auseinandersetzen, die Artikel sich durchlesen. Und sollte man dazu dann noch Fragen haben, sich gerne an mich wenden. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie auch hier. Gut, und dann als letztes noch ein Hinweis auf unseren Blog. Der Blog ist für uns so eine Möglichkeit, aktuelle Informationen zum Planungsstand zu veröffentlichen und Hintergrundinformationen zum Projekt, umfangreicher zu bearbeiten. Also so Fragen, wieso gab es einen Korridorschwenk, was ist eine 110 kV-Mitnahme, wie wird die umgesetzt? Das sind Themen, die wir hier erklären und die ein bisschen umfangreicher sind, als sie im Rahmen einer normalen Webseite so Platz haben. Außerdem stellen wir noch Projektbeteiligte vor. Sie sehen uns heute hier, aber da haben Sie dann auch die Möglichkeit, mal kennenzulernen oder ein bisschen tiefgreifender zu sehen, wer die Planung so durchführt. Der Blog ist, Entschuldigung, habe ich eine kleine Pause eingelegt. Der Blog ist noch relativ neu, aber wir fügen mehr und mehr Artikel hinzu und Sie können hier auch so eine Abonnierfunktion sich einrichten und dann werden Sie benachrichtigt, wenn es Neuigkeiten gibt. Jetzt bitte. Genau. Und damit wären wir einmal durch. Hier sehen Sie nochmal meine Kontaktdaten und jetzt stellen wir uns gerne Ihren Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frederik. Vielen Dank, Martin, für diesen Impulsvortrag. Ich denke, ein paar Fragen sind dadurch beantwortet worden. Wie ich im Chat gesehen habe, sind einige Fragen dadurch wieder aufgekommen. Ganz kurz nochmal zum Prozedere. Einige von Ihnen haben die Möglichkeit genutzt, uns während der Anmeldung bereits einige Fragen zukommen zu lassen. Die werden wir natürlich ebenso beantworten wie die Fragen, die Sie im Chat gestellt haben. Und damit das halbwegs fair bleibt, mischen wir die ein kleines bisschen. Also nicht wundern, wenn Sie denken, Sie haben ganz am Anfang des Vortrags eine Frage gestellt und die ist jetzt ewig nicht drangekommen. Sie wird drankommen. Die erste Frage, die tatsächlich auch im Chat aufkam, ist schon ein Knacker. Und zwar, das zitiere ich einfach mal, wie wirkt sich das Urteil zur Strecke Stockelsdorf-Siems auf das Konzept der Einschleifung aus? Kann es sein, dass beim Wegfall dieser Trasse doch die Binnenlandvariante oder die westliche Führung bei Techau wieder als Vorzugsvariante verfolgt wird? Ich nehme an, der Fragesteller zielt hier auf das BGH-Urteil zum Baltic Cable ab und würde vorschlagen, dass den ersten Teil der Frage tatsächlich Till Klages beantwortet und zu den möglichen Folgen Binnenlandvariante, westliche Führung vielleicht Philipp ergänzt. Ja, sehr gerne.
Genau, dieses Urteil des Bundesgerichtshofs wird uns ja in den vergangenen Wochen immer wieder zitiert. Das ist ein Urteil, ich glaube, aus Ende 2019, in dem es eben darum geht, inwiefern die TenneT als der zuständige Netzanschlussbereitsteller oder der zuständige Netzbetreiber, in dessen Netz das Baltic Cable sich anschließen kann, muss und soll, inwiefern die TenneT Entschädigungen dafür zu zahlen hat, dass wir diesen Baltic Cable heute nicht die Netzanschlusskapazität und die Netzsicherheit bereitstellen, die das Baltic Cable eigentlich, auf die das Baltic Cable eigentlich ein Anrecht hat. Man muss dazu wissen, das ist ein Interconnector, das ist eine Verbindung, die innerhalb Europas dazu dient, Energie zu transferieren, in diesem Fall eben zwischen Deutschland und Schweden. Über diesen Interconnector wird Strom ausgetauscht. Wenn der Strompreis in Schweden günstig ist, dann wird der Strom nach Deutschland importiert. Wenn aber in Deutschland der Strom günstiger als in Schweden ist, dann fließt die Energie genauso auch andersrum. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, Strom aus dem Ausland zu importieren, sondern auch zum Beispiel Strom aus erneuerbaren Energien wieder zu exportieren. Und wir als Übertragungsnetzbetreiber haben hier die gesetzliche Aufgabe, diesen Stromtransfer innerhalb Europas diskriminierungsfrei zu ermöglichen. Das bedeutet, dass ein Baltic Cable, das aufgrund seiner Leistungsfähigkeit in unserem Netz angeschlossen werden muss, dass ein Baltic Cable das Anrecht darauf hat, auch seine Netzanschlusskapazität auszunutzen und eben die Energie zu übertragen, die es technisch in der Lage ist. Jetzt hat es da eben in der Vergangenheit aufgrund der Netzstruktur, die wir in diesem Bereich haben, hat es Situationen gegeben, in denen unter anderem durch den Ausbau der erneuerbaren Energien in Ostholstein das Netz überlastet war. Und in diesen Momenten, weil es einen Vorrang für die erneuerbaren Energien im Stromnetz gibt, in diesen Momenten mussten wir dem Baltic Cable die Übertragungsleistung einschränken. Und da hat dann eben das Baltic Cable einen Schadensersatzanspruch gegen uns. Und das galt es vor Gericht zu klären. Das hat das Gericht dann auch geklärt. Und es ist jetzt so ausgegangen, dass eben das Gericht gar nichts dazu gesagt hat, wie jetzt das Baltic Cable angeschlossen werden muss. Also da ging es weniger um die Frage, ist jetzt hier ein sogenannter N-1-Sicherer, also ein ausfallsicherer Netzanschluss erforderlich, sondern da ging es vielmehr darum, ist die TenneT schadensersatzpflichtig gegenüber dem Baltic Cable. Und da hat der Bundesgerichtshof entschieden, nein, da gibt es keine Schadensersatzpflicht. Und das wurde begründet damit, dass die TenneT ihrem gesetzlichen Auftrag, den richtigen Netzanschluss bereitzustellen, durch die Planungen und durch das Vorhaben, einen Abschnitt Lübeck-Siems als 380 kV-Leitung mit zwei Stromkreisen zu errichten, nachkommt. Das heißt, die TenneT tut schon alles, um eben diesen Zustand, dass das Baltic Cable nicht alles übertragen kann, was es eigentlich könnte. Wir tun schon alles, um diesen Zustand zu beheben. Und deswegen wurde eben geurteilt, dass diese Schadensersatzansprüche nicht angemeldet werden können. Das hat für die weitere Netzplanung auch in Rücksprache mit der Bundesnetzagentur, die ja den Bedarf für so etwas festlegt, hat das jetzt erstmal gar keine Auswirkungen. Ganz im Gegenteil, es bestätigt eigentlich nochmal dazu, dass wir mit dem Ausbau dieses Leitungsabschnittes hier jetzt genau das Richtige tun, um eben einen solchen Netzengpass zu beheben. Und deswegen gehen wir derzeit nicht davon aus, dass dieses Urteil irgendwelche Auswirkungen auf die Bedarfsfrage des Leitungsabschnitts Lübeck-Siems hat. Danke, Till. Und jetzt tatsächlich Philipp nochmal zu dem hypothetischen Fall. Was wäre, wenn dieser Leitungsabschnitt wegfallen würde? Und dieser sehr, sehr hypothetische Fall. Philipp, bitte. Ja, also wie gesagt, das glaube ich, muss man an der Stelle noch einmal hervorheben. Es ist wirklich ein rein hypothetischer Fall. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir auf Grundlage dieser Ein- und Ausschleifungslösung jetzt unsere Abwägung erstellen. Gesetzt den Fall, dieses Konzept der Ein- und Ausschleifung kann so nicht weiter verfolgt werden, dann muss man natürlich wieder eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung in die Abwägung einstellen. Will heißen, die Korridore würden am Umspannwerk Lübeck beginnen, würden am Umspannwerk Böhl enden und würden dann wie in den vergangenen Jahren gegeneinander abzuwägen sein. Die Frage stellt sich uns aktuell nicht. Die müssten wir dann noch einmal aufrufen, müssten sie im Detail beantworten. Wie gesagt, aktuell gehen wir weiterhin davon aus, dass wir bei dem Vorzugskorridor auf Grundlage der Ein- und Ausschleifungslösung bleiben. Alle anderen Fragen sind rein hypothetischer Natur und stellen sich uns erst dann, wenn wir uns mit der Thematik auseinandersetzen müssten. Vielen Dank, Philipp.
Die nächste Frage, Martin, würde ich ganz gerne dir stellen. Natürlich stellen sich die Leute die Frage, wie hoch werden denn die Masten, wenn man 110 kV-Leitung mitnimmt? Werden die höher oder werden sie breiter? Und vielleicht sagst du dazu mal ein paar Worte. Ja, sehr gerne. Ich würde auch einmal meinen Bildschirm teilen dazu. Und zwar gibt es verschiedene Masttypen, die wir bei TenneT einsetzen. Der Standardmast für eine 380 kV-Leitung ist normalerweise der Donaumast, weil er das Beste oder das Optimum bietet zwischen Höhe und Breite. Hier sind wir bei 50 bis 60 Meter Höhe und ca. 30 Meter Breite. Es gibt gewisse Bereiche, wo wir auch aus naturschutzfachlicher und aus dem Kriterium Landschaftsbild auch möglicherweise einen Einebenenmast vorsehen, damit wir nicht so hoch kommen. Der ist entsprechend breiter. Also der ist dann zwar nur 40 bis 50 Meter hoch, aber dafür auch 40 bis 50 Meter breit. Und kommt ganz konkret im Bereich der Leitungsmitnahme sehen wir derzeit eben den Doppel-Einebenen-Mast vor. Also das ist ein Einebenen-Mast mit einer zusätzlichen Traverse für die 110 kV. Da springen wir auch nochmal eine Folie weiter oder zwei besser gesagt. Das wäre der Doppel-Einebenen-Mast. Der hat also oben die 380 kV Leiterseile und auf einer Traverse unten drunter die 110 kV Leiterseile. Hier sind wir bei knapp 60 Meter. Das ist also ungefähr die Höhe von einem Donaumast. Dafür haben wir aber auch zwei Spannungsebenen dann auf einem Mast gestrengt. Danke, Martin. Die nächste Frage ist tatsächlich einfach eine Einschätzungsfrage. Wann ist denn realistisch damit zu rechnen, dass die beiden 110 kV-Leitungen in Ratekau tatsächlich abgebaut werden? Ja, das hängt dann eben davon ab, wann die 380 kV-Leitung in Betrieb geht. Im Zeitplan haben wir das Jahr 2026 drin. So lange müssen auf jeden Fall die Bestandsleitungen noch in Betrieb bleiben. Und wenn wir dann die Mischgestängeleitung in Betrieb nehmen können, dann kann auch der Rückbau entsprechend starten. Also wir gehen da irgendwo von 2027, 2028 höchstwahrscheinlich aus, wenn das dann so kommt. Also es hängt auch immer ein bisschen davon ab, ne, wann bekommen wir den Planfeststellungsbeschluss, wann können wir wirklich zu bauen anfangen. Aber das ist so mal der Horizont, den man ins Auge fassen kann. Und ist dieser Rückbau irgendwie garantiert? Ist der sicher oder ist das auch tatsächlich eine Hoffnung? Ja, der Rückbau, also die Mitnahme und der Rückbau wird jetzt im Rahmen unserer Planungen mit eingestellt. Also das wird auch mit eingereicht zur Planfeststellung. Das heißt, wenn das dann so entsprechend durch die Behörde dann auch beschlossen wird, dann ist der Rückbau auch gesichert, weil dann ist der Plan festgestellt und dann wird das dann auch entsprechend durchgeführt werden. Vielen Dank, Martin. Die nächste Frage, die geht leider auch gleich wieder an dich. Also du kannst gleich groß im Bild bleiben. Du hast vorhin diese schöne Karte mit den beiden Varianten bei Ruppersdorf gezeigt. Und zwar die lilane und die blaue Variante. Und jetzt ist die Frage, können diese Varianten irgendwie miteinander kombiniert werden? Da würde ich einmal die Karte nochmal aufmachen. Da kann man wahrscheinlich besser drüber sprechen. Kleinen Moment. So, das müsste funktioniert haben. Nach derzeitigem Stand sehen wir schon vor, eine relativ frühzeitige Bündelung Richtung Autobahn dann auch zu nehmen. Wir haben hier in dem Bereich einen relativ großen Abstand zwischen den Siedlungslagen. Man könnte natürlich, die blaue Variante geht ja auch hier oben durch, man könnte natürlich auch hier diesen Zwischenraum nutzen. Stellt sich aus unserer Sicht eben nicht so richtig da. Die bessere Variante ist tatsächlich die violette. Das hängt aber auch noch immer so ein bisschen davon ab, was dann mit der Umfahrungstrasse passiert. Kommt sie und wie verläuft sie dann wirklich? Dann ist sicherlich nochmal darüber nachzudenken, wie man das Ganze dann nochmal optimiert.
Das haben wir derzeit leider nicht in die Hand, in der Hand. Wir müssen eben eine Trasse jetzt abwägen, die ja, alle Belange dann auch berücksichtigt. Und das ist eben die Violette, die derzeit hier dann auch zu sehen ist. Ich glaube, wenn ich die Frage richtig, ich hake mal kurz ein, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann war ja die Idee quasi, dass man erstmal den blauen Schwenk im südlichen Bereich macht und dann nördlich von Neuruppersdorf quasi rüberspringt und dann dem lilanen Verlauf Richtung Westen folgt, also da so eine Kombination herzustellen. Ja, das ist möglicherweise denkbar. Das, wie gesagt, das kommt so ein bisschen darauf an, wie denn jetzt dann die Bahntrasse später verläuft. Wenn die Bahn hier an der Stelle eine Umfahrung tatsächlich verfestigt plant, dann ist es sicherlich auch ein Grund genug, darüber nachzudenken, ob wir dann nicht die blaue Trasse entsprechend der Bahn dann vorsehen und dann erst eben nach Westen schwenken, möglicherweise auf dieser violetten Spur. Aber das, wie gesagt, das ist eine sehr offene Geschichte, weil wir eben noch nicht so richtig wissen, wo verläuft denn jetzt die Umfahrungstrasse. Und wir müssen eben hier eine Trasse erstmal abwägen, die es auch planungsrechtlich dann durchsteht. Deswegen sind wir momentan so ein bisschen in der Schwebe, muss ich sagen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wenn die Bahn hier das entsprechend verfestigt, dann werden wir nochmal drüber nachdenken. Ansonsten sind wir jetzt bei der violetten Variante und verschwenken dann frühzeitig Richtung Autobahn in diesem größeren Zwischenbereich zwischen den Siedlungslagen. Wir haben ja auch noch ein Windvorranggebiet, das sieht man auch so ein bisschen grün hinterlegt. Da sind wir relativ nah dran zwar an der Stelle, aber das würde, was die Abstände angeht, funktionieren. Das heißt, da würden wir auch nicht gegensprechen. Aus dem Grund ist das derzeit die Variante, die wir verfolgen. Danke, Martin. Die nächste Frage ist nochmal eine kurze Nachfrage zu den Masten. Und zwar, in welchen Abständen müssen diese Masten denn überhaupt aufgestellt werden? Also wir reden so von typischen Spannfeldlängen von 350 bis 400 Meter ungefähr. Das kommt so ein bisschen drauf an. Die Gestänge haben natürlich auch gewisse Toleranzen. Da kann man mal mehr, mal weniger geben. Das kommt da auch natürlich ein bisschen drauf an, wo kann man so einen Mast platzieren. Aber das sind so die typischen Spannfeldlängen. Danke, Martin. Du hast vorhin auch westlich der Autobahn ein Waldstück gezeigt. Und da war die Frage, wie viele Hektar der Wald müssen denn dafür eine Waldschneise überhaupt beseitigt werden? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo das war, aber du warst westlich der Autobahn mit deiner Leitung. Wahrscheinlich zielt die Frage eher auf den Riesebusch ab. Es ist richtig, wir haben eine Trassenführung westlich der Autobahn in Höhe Scharbeutz. Dort ist aber ein FFH-Wald, den wir überspannen. Das heißt, westlich der Autobahn, dieser Waldbereich in Scharbeutz, dort wird eben keine Schneise vorgesehen. Dort sehen wir zwar einen Mast vor, das geht aus technischen Gründen nicht anders, weil diese Spannfeldlängen dann nicht so weit ausgereizt werden können, dass wir es ohne Mast schaffen. Dort in dem Bereich gibt es keine Schneise. Im Bereich Riesebusch in Rathekau, da gibt es eine Schneise. Ich kann an der Stelle tatsächlich nicht sagen, wie viel Hektar Wald das tatsächlich sind. Wir haben ungefähr einen Schneisenbereich oder einen Bereich, wo eine Schneise vorgesehen ist. Wir kommen ja ein bisschen höher runter von 700 Meter bis zur Autobahn. Und so eine Freileitungs- und Schutzbereich für eine Freileitung ist ungefähr 60 bis 70 Meter breit. Da kann man sich ausrechnen, wie viel das circa ist, was hier auch an Waldumwandlung tatsächlich dann stattfindet. Denn mit so einer Trassenführung wird ja ein Wald dann auch rechtlich gesehen umgewandelt. Also eine kleine Ergänzung von meiner Seite dazu. Vielleicht gucken wir uns doch noch einmal, um uns so ein bisschen zu verorten, die entsprechende Folie an. Denn wir sind ja, was die Frage der Waldüberspannung und auch der Waldschneise anbetrifft, ja, ich sage mal, komplett westlich der Autobahn unterwegs. Es ist korrekt, dass wir
den Bereich Riesebusch bzw. das Schwartautal aufgrund dieses internationalen Gebietsschutzstatuses überspannen müssen. Wir dann aber tatsächlich ab dem Mast, meine ich 25 oder 24, in den Wald reingehen. Die Frage der Waldschneise ist sehr deutlich davon abhängig, in welcher Höhe unsere Leiterseile verlaufen. Es ist auch tatsächlich so, dass wir nicht einmal, ich sage mal, stumpf Tabula rasa machen, sondern in Abhängigkeit von der aktuellen Wuchshöhe der Bäume und dem Seildurchhang eben auch durchaus Waldbereiche erhalten können. Um uns jetzt, weil die Folie gerade aufgeblendet ist, uns nochmal so ein bisschen zu verorten, es ist tatsächlich so, dass wir in dem Spannfeld Mast 23, Mast 24 die Waldüberspannung haben. Der Mast 24 ist mit einer entsprechenden Höhe zu planen, um diese Waldüberspannung realisieren zu können. Und deswegen reduziert sich auch der Waldeingriff in dem Spannfeld 24 bis 25. Da gehen wir dann tatsächlich eher in die Waldschneise rein, um auch die Sichtbarkeit in der Landschaft, ich meine, ein wenig zu reduzieren. Da beginnt der Waldeingriff nicht direkt am Mast 24, weil wir da eben entsprechende Aufhängehöhen haben, sondern dann irgendwo in Spannfeldmitte. Genaue Zahlen kann auch ich Ihnen nicht nennen. Ich hatte vorhin so ein bisschen die Hoffnung formuliert, tatsächlich alle Fragen beantworten zu können. Die Hektarangabe habe ich auch nicht parat. Die Frage nehmen wir auf jeden Fall mit. Die würden wir dann im Nachgang beantworten. Aber die Frage der Waldschneise haben wir also in dem Spannfeld zwischen Mast 24 und Mast 25 beziehungsweise bis zum Mast 26 bis zur Autobahn, wo wir dann den Angelteich überspannen. Und auch dort haben wir dann östlich der Autobahn noch eine weitere Waldüberspannung, weil wir da einen etwas hochwertigeren Waldbestand, einen Naturwald haben. Will heißen, unsere Waldbetroffenheit hat sich sehr deutlich reduziert auf den Bereich zwischen Mast 24 und Mast 26, wobei wir tatsächlich die tatsächliche Waldschneise vorwiegend im Bereich des Maststandortes 25 haben. Wie gesagt, die genaue Hektarangabe können wir gerne nachreichen. Vielen Dank für die Präzisierung, Philipp. Ganz kurz nochmal allgemein. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie Ihre Fragen an meinen Kollegen Jakob May schicken oder aber an alle Diskussionsteilnehmer adressieren. Denn wenn ich mal in den Chat gucke, dann ist es tatsächlich eher eine Glücksfrage, ob ich Ihre Fragen auch wirklich sehe. Diesmal hatten wir Glück und ich habe die Frage gesehen, deswegen stelle ich sie jetzt einfach mal. Philipp, sie geht auch direkt an dich. Und zwar, die Fragende würde ganz gerne mehr über die Auswirkungen auf den Seeadlerhorst im Hobbersdorfer Gehege erfahren, da der Hemmelsdorfer See das Jagdhabitat ist. Gibt es da Auswirkungen? Wenn ja, welche? Ja, also der Seeadlerhorst im Hobbersdorfer Gehege ist uns bekannt. Auch aus dem Grund haben wir die Trassenführung dort in dem Bereich anpassen müssen, haben den Abstand zu dem Horst etwas vergrößert. Das geht so ein bisschen zu Lasten der Annäherung an Großparin. Aber genau diese Fragen müssen wir sehr detailliert im Rahmen unserer Planfeststellung betrachten, sowohl im Rahmen unserer Korridorabwägung. Da ist es tatsächlich so, dass wir uns nicht nur mit den Großvogelhorsten auseinandersetzen, sondern eben tatsächlich mit betrachten müssen, welchen Raum nutzen denn diese empfindlichen Großvögel. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch genau diese Austauschbeziehung zum Hemmelsdorfer See betrachtet. Und in dem Zusammenhang dann im weiteren Schritt die artenschutzrechtlichen Konflikte geprüft. Wir wissen beim Seeadler, der Seeadler ist tatsächlich auch, was das Kollisionsrisiko anbetrifft, sehr, sehr gut untersucht, dass der Seeadler aufgrund des guten Sehvermögens bzw. die ausgewachsenen Tiere weniger anfluggefährdet sind als die Jungvögel. Also wir müssen uns tatsächlich, was das Konfliktpotenzial anbetrifft, vornehmlich mit den Annäherungen, mit den sehr deutlichen Annäherungen an die Horste auseinandersetzen. Da gibt es dann auch in der Regel sehr deutliche bauzeitliche Beschränkungen, dass also in dieser empfindlichen Brutzeit tatsächlich dort auch solche Freileitungsmasten nicht errichtet werden dürfen. Das sind sogenannte Bauzeitenregelungen, die wir dort vorsehen. Und ansonsten gibt es eben auch die Möglichkeit, die Freileitung gegen das Anflugrisiko zu markieren. Das sind diese schwarz-weißen Marker. Ich habe das mal vorbereitet. Auch die wirken tatsächlich sehr deutlich durch diesen verstärkten Kontrast, was die Wahrnehmbarkeit der Leitung in der Landschaft anbetrifft. Und
Auch da gibt es sehr, sehr gute Effekte, was das Anflugrisiko auch der Jungvögel des Seeadlers anbetrifft. Und mit dieser Freileitungsmarkierung ist es tatsächlich möglich, diese Konfliktrisiken so weit zu reduzieren, dass wir keine artenschutzrechtlichen Restriktionen berühren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, der Seeadler ist uns bekannt. Wir haben uns mit den entsprechenden Raumnutzungen auseinandergesetzt. Das ist Teil der Abwägung. Und wir haben die Möglichkeit, das Konfliktrisiko sehr maßgeblich zu reduzieren durch die Freileitungsmarkierung. Vielen Dank, Philipp. Die nächste Frage bezieht sich nochmal auf die 110 kV Mitnahme. Und offenbar gibt es leichte Zweifel. Deswegen die Frage: Was bedeutet es, dass diese 110 kV-Leitung mitgenommen werden könnte? Also wie sicher ist diese Mitnahme? Wie verfestigt sind da die Planungen? Wie groß ist, sagen wir mal, das Restrisiko, das nicht mitgenommen werden kann? Ja, da habe ich mich vielleicht ein bisschen zu weich ausgedrückt. Also wir planen das tatsächlich konkret, sind da auch in Abstimmung mit der SH-Netz, diese Mitnahmen hier durchzuführen in beiden Abschnitten, so wie wir es gerade vorgestellt haben. Das Ganze kann man nicht einfach so machen. Also man muss das entsprechend begründen, weil uns die Leitung ja nicht gehört. Wir sehen aber die deutlichen Vorteile, die hier durch den Rückbau dann entstehen und stellen das entsprechend in die Bewertung und auch in die Planfeststellungsunterlage mit ein. Und so wird das dann auch bei der Behörde eingereicht. Letztendlich kommt das aufs Verfahren an und auf den Beschluss, wie dann letztendlich die Behörde entscheidet. Aber unsererseits, seitens TenneT und auch seitens Schleswig-Holstein Netz AG, ist das eine Planung, die wir verfolgen. Vielen Dank, Martin. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, bezieht sich natürlich auf den touristischen Wert gerade dieser Region. Und da sind wir uns sicherlich alle sehr bewusst. Die Frage ist, wie genau auf Tourismus in den Planungen, Abwägungen Rücksicht genommen wird. Da fühle ich mich mal wieder angesprochen. Stichwort Tourismus. Ist gar nicht so sehr eine umweltfachliche Frage, es ist vor allem eine Frage der Raumordnung. Der Kollege Frederik Simmert hatte eingangs der Präsentation diese vier Säulen der Abwägung mal an die Wand geworfen. Das sind technisch-wirtschaftliche Belange, das sind umweltfachliche Belange, eigentumsrechtliche Belange und es sind eben auch raumstrukturelle Kriterien, die in die Abwägung einzustellen sind. Und in dem Zusammenhang prüfen wir tatsächlich sehr genau entsprechende Auswirkungen auf die Ziele und Grundsätze der Raumordnung. Und in dem Zusammenhang sind auch für den Bereich der Ostküste entsprechende Informationen in den Plänen der Raumordnung zum Thema Tourismus zu finden. Uns ist bewusst, dass wir im küstennahen Bereich diesen Schwerpunktraum für Tourismus haben. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass auch im Bereich unserer Binnenlandkorridore entsprechende Vorgaben der Raumordnung vorliegen. Das sind dann keine Schwerpunkträume, das sind Entwicklungsräume oder besondere Räume eben für die touristische Entwicklung. Holsteinische Schweiz ist da so als ein Kriterium zu nennen. Diese Belange sind tatsächlich einmal hinsichtlich der raumordnerischen Belange zu prüfen. Da sind die entsprechenden Konfliktpotenziale abzuleiten und die Ergebnisse sind dann eben in die Abwägung einzustellen. Es ist aber eben nicht so, dass diese touristischen Belange in der Abwägung überwiegen, sondern diese unterschiedlichen Kriterien sind dann eben mit den Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, auf die Belange des Schutzgutes Fauna, aber eben auch auf die eigentumsrechtlichen Belange eben in die Abwägung einzustellen, gehen dann nicht unter, aber müssen eben gegenüber diesen anderen Belangen abgewogen werden. Und in dem Fall kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir eben auch in Anbetracht der Vorbelastung, die wir im Bereich der Autobahn und eben auch im Bereich der geplanten Schienenanbindung haben, dass wir da zwar Konflikte auslösen, die aber unserer Ansicht nach nicht so schwerwiegend sind, dass sie dazu führen, dass wir uns für einen anderen Korridor entscheiden müssten. Vielen Dank, Philipp. Eine Frage, die uns tatsächlich vorab erreicht hat, ist relativ kurz. Und zwar gibt es Argumente für eine Überbündelung. Und da würde ich tatsächlich auch dich fragen, Philipp, was versteht man darunter? Gibt es Argumente dafür? Ja, Argumente für eine Überbündelung habe ich tatsächlich nicht. Was ich aber
natürlich sagen kann, ist, dass wir diesen Punkt der Überbündelung in der Abwägung berücksichtigen, wobei wir die große Herausforderung haben, dass dieser Begriff der Überbündelung gar nicht so sehr definiert ist. Bei der Bündelung sieht das anders aus, da gibt es ganz klare Vorgaben, wie die Bündelung zu verstehen ist. Bei der Überbündelung schlägt man nicht den Duden auf und überlegt sich dann mal, was ist die Überbündelung. Besser passt eher so der Begriff der erdrückenden Wirkung. Ist auch in den letzten Gerichtsurteilen nochmal sehr deutlich hervorgehoben worden, dass man sich mit diesem Belang der erdrückenden Wirkung auseinanderzusetzen hat als Vorhabenträger. Und diesen Punkt prüfen wir im Rahmen unserer Abwägung tatsächlich sehr, sehr intensiv. Will heißen, wir gucken uns jede deutliche Wohngebäudeannäherung an, prüfen, wo steht die Leitung, vornehmlich der Maststandort zum Wohnhaus, wie ist das Wohnhaus exponiert, ist das Wohnhaus eingewachsen und wie deutlich ist aus dem jeweiligen Bereich eben die Freileitung wahrnehmbar und entsteht möglicherweise dieser Effekt der erdrückenden Wirkung. Das haben wir schon geprüft und kommen aktuell zu dem Ergebnis, dass wir tatsächlich keine erdrückende Wirkung auslösen und in dem Fall auch tatsächlich nicht diesen Belang der Überbündelung berühren. Ein weiteres Argument, was man sicherlich mit berücksichtigen muss, ist, durch die 110 kV Mitnahme fällt natürlich auch eine Vorbelastungsstruktur weg. Auch der Punkt ist sehr deutlich in der Abwägung zu berücksichtigen. Ganz vielen Dank, Philipp. An Sie, liebe Gäste, tatsächlich nochmal die deutliche Einladung. Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten. Und wenn Sie selbst keine Fragen mehr haben sollten, stellen Sie die Fragen, die Ihre Nachbarn haben. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann haben auch Ihre Nachbarn, die heute vielleicht keine Zeit haben, die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen dann irgendwann in der Videoaufzeichnung wiederzufinden. Denn ich habe tatsächlich jetzt nur noch eine einzige Frage in dieser Liste der Fragen. Und die würde ich tatsächlich an Till stellen. Für welche Gebiete ist denn die 380 kV Ostküstenleitung überhaupt notwendig? Beziehungsweise wo werden die erneuerbaren Energien denn eigentlich erzeugt? Ja, dieser Leitungsabschnitt von Lübeck nach Göhl, der hat tatsächlich die Aufgabe, erneuerbare Energien, die sich heute schon im Großraum Göhl sammeln, abzutransportieren. Und wenn ich sage, die sammeln sich im Großraum Göhl, dann heißt das nicht, dass da zwangsläufig auch die Windenergieanlagen stehen, die diese Energie produzieren, sondern das unterlagerte Netz, die Kollegen der Schleswig-Holstein Netz AG, sind diejenigen, die diese Windräder in aller Linie direkt bei sich ans Netz anschließen und diese Energie dann an einen Übergabepunkt, an einen Netzverknüpfungspunkt transportieren, wo wir als TenneT dann mit unserer Leitung diese Energie abtransportieren. Und da hat sich in den vergangenen Jahren das so entwickelt, dass eben im Großraum Göhl sehr, sehr viel Energie zusammenläuft. Das kommt teilweise von Fehmarn, das kommt aus dem nördlichen und mittleren Ostholstein. Das geht aber runter bis nach Scharbeutz und ich glaube auch in Rathekau gibt es einige Windparks und auch Windvorrangflächen, die jetzt im vergangenen Jahr durch den neuen Landesentwicklungsplan ausgewiesen wurden. Und all das fließt in Prognosen ein, die dann eben versuchen zu prognostizieren, wie sich die erneuerbaren Energien in diesen Flächen entwickeln und wo dann genau die Einspeiseleistungen vorkommen. Und da kann man sagen, dass sich das über ganz Ostholstein verteilt, aber dass eben oben im Großraum Göhl sicherlich eines dieser Ballungszentren ist, sodass es auch völlig richtig ist, dort oben dann den Netzverknüpfungspunkt einzurichten, um die Energie von dort dann abzutransportieren. Und die Energie wird dann von uns in das weitere Übertragungsnetz übertragen und ist dann überall in Deutschland verfügbar, je nachdem dort, wo die Energie eben gebraucht wird. Ganz herzlichen Dank. Und ich habe jetzt tatsächlich keine Fragen mehr in meinem Fragenkatalog. Wenn sich jetzt nicht ganz schnell noch Fragen finden, dann bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig, als Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu danken, auch für Ihre Fragen, auch für Ihre Kritik. Und sollten Sie im Verlaufe der weiteren Tage, Wochen, Monate weitere Fragen haben, die Kontaktdaten von Frederik Simmert stehen auf unserer Website. Er freut sich auch über Ihre Fragen oder Anregungen. Und ansonsten würde ich Ihnen jetzt tatsächlich einen schönen Abend wünschen. Bleiben Sie gesund.